Kinder, macht immer den Backofen aus. Oh. Sorry. Nein! Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute mal wieder ein Food-Video, weil ich liebe Food and you seem to love food because you really like those videos. Wieso rede ich jetzt Englisch? Heute gibt es mal kein TikTok-Trendrezepte-Video, sondern ich habe mir überlegt, es gibt mittlerweile echt viele Influencer, die Essensprodukte rausbringen und ich habe mir gedacht, ich will die mal testen, weil ich habe tatsächlich noch nichts davon jemals getestet, was ich heute ausprobieren werde. Und das finde ich doof, weil ich finde das sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was diese Influencer, YouTuber, Instagrammer, whatever, Menschen, People da so gemacht haben. Und das werden wir jetzt mal zusammen austesten. Let's go! Guten Morgen, Leute. Heute starten wir mit diesem wundervollen Produkt. Und zwar ist das von The Rainforest Company. Das Bio-Acai-Püree, Acai-Püree, was auch immer Püree. Und zwar zusammen mit Pamela Reif. Und dieses Teil hier habe ich so lange bei Rewe gesucht, bis ich gerafft habe, dass das ein Tiefkühlprodukt ist. Jetzt habe ich es zumindest. Man braucht für dieses Frühstückzeug hier noch Banane und Kokosmilch. Ich habe hier zwar jetzt frische Banane, aber man soll eigentlich gefrorene nehmen. Eine gefrorene Banane. Ja, aber es gibt doch nicht mehr, was davon eine Banane ist. So wäre doch eine Banane, oder? Huch. Dann noch 50 Milliliter Kokosmilch. Ich weiß auch nicht mal, wie viel 50 Milliliter sind. So. Das sollten 50 Milliliter sein. Alright. Banane hinzufügen, Kokosmilch mit Mixer pürieren. Dann war es das jetzt anscheinend, was ich hier tun muss. Das ist natürlich ganz cool. Okay. Passiert da gar nicht. Okay, vielleicht muss ich einfach mal einen Moment geduldiger sein. Okay, Leute, ich muss echt sagen, es dauert mir ein bisschen zu lange hier. Wisst ihr was? Ich hole jetzt einen Pürierstab. Ich habe keine Lust mehr. Probier mal. Schmeckt nach nichts. Let's go. Hey, das funktioniert besser. Okay, ich fülle das jetzt mal hier in so ein Schälchen. Und versuche es irgendwie hübsch zu machen. Also es ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eiskonsistenzig. Das ist ganz cool. Aber es stinkt halt immer noch nach Katzenfutter, ne? Was soll ich machen? Das ist jetzt hier die Masse. Bevor ich das jetzt probiere, dekoriere ich das noch ein bisschen, damit es wenigstens irgendwie schön aussieht. So, dann kommt da noch ein bisschen Mandelmus oben drauf. Und so sieht diese wunderhübsche Bowl jetzt aus. Der Moment ist gekommen. Endlich können wir frühstücken. Das hat jetzt aber auch lange genug gedauert hier. Hä? Also irgendwie schmeckt das ein bisschen nach nichts. Hier steht bei Pam's Power Bowl noch, dass man 50 Gramm gefrorene Blaubeeren und einen Esslöffel Agavendicksaft hinzufügen soll. Aber hier an der Seite, on how to make a acai bowl, steht es nicht. Deswegen, das ist jetzt die normale Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man diese Blaubeeren und den Agavendicksaft hinzufügen würde, dann wird es wenigstens irgendwie nach etwas schmecken. Ich habe jetzt hier Agavendicksaft. Das mache ich mal so ein bisschen dazu und vermische das hier. Ja. Schmeckt jetzt halt nach bananigem Eis mit Agavendicksaft. Also es schmeckt nicht kacke oder so. Das auf keinen Fall. Und ich werde es auch aufessen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht wegen dem Geschmack das, was ich mir jeden Morgen unbedingt machen wollen würde. Aber das kann halt auch an mir liegen. Vielleicht finden andere von euch dieses Produkt hier mega, mega geil. Aber Pamela kann uns gleich hier auf jeden Fall noch mit was anderem überzeugen. Ich habe nämlich noch andere Produkte von ihr bestellt. Die kommen aber, glaube ich, nachher erst irgendwann an, heute im Laufe des Tages. Deswegen frühstücke ich jetzt einmal erstmal weiter. Okay, Leute, es ist endlich angekommen. Das Paket von Naturally Pam heißt das. Das ist, glaube ich, die eigene neue Firma von Pamela Reif. Und alles war ausverkauft, außer diese Teile. Deswegen habe ich einfach das hier bestellt. Das sind Nut Clusters. Ich glaube, das sind einfach so kleine Snack-Bites. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz süß aus. Wir haben einmal hier die Geschmacksrichtung Crunchy Cocoa und Peanut Cinnamon. So sehen die Dinger jetzt aus. I will try. Ich habe irgendwie mehr Schokolade erwartet, aber eigentlich schmecken die ganz gut. Okay, let's test the Peanut Cinnamon. Eine von diesen Packungen hier hat übrigens, ich glaube, 4,99 Euro gekostet, also relativ teuer schon. Normalerweise finde ich Zimt voll eklig, aber die finde ich sogar besser als die und das hätte ich niemals gedacht.
Aber wahrscheinlich auch nur, weil die Peanut Butter sehr stark rauskommt. Also eigentlich sind das schon coole Snacks. Man kann sie halt nicht wieder verschließen, das ist ein bisschen doof. Ist jetzt nicht so, dass ich es nochmal auf der Seite extra nur das bestellen würde. Aber ich glaube, diese Proteinriegel sollen ganz geil sein. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch alle ausverkauft. Und dann sind die eigentlich auch ganz cool. Guten Morgen, Leute. Es ist Donnerstag und heute kommen die neuen Chips von Rob raus. Und da das hier ein Influencer-Produkte-Testen-Video ist, werde ich die natürlich auch austesten. Rob hat mir leider seine Chips nicht zugeschickt. Also hier, Rob, eine öffentliche Beschwerde. Wenn du nochmal eine Sorte rausbringst, dann möchte ich auch ein Paket haben. Nein, Spaß. Ich werde die jetzt auf jeden Fall versuchen, bei Kaufland zu bekommen, damit wir die zusammen austesten können, beziehungsweise damit ich sie austesten kann. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Barbecue-Fan und ich bin auch nicht der größte Fan, wenn irgendwas Salziges irgendwie süß ist. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das gut sein wird. Und da sind die guten Teile. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Tüte zu ergattern. Mega geil. Ich habe mich mittlerweile geschminkt. Also falls ihr euch fragt, warum ich plötzlich komplett anders aussehe und ihr denkt, hier sitzt jemand anderes, ich bin es immer noch, aber ich habe jetzt Make-up im Gesicht. Ich habe gesehen, dass auf dieser Packung ein Dip-Rezept ist. Und damit wir jetzt nicht nur einfach langweilig diese Chips testen, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal diesen Barbecue-Dip. Also wahrscheinlich machen wir einfach nur Barbecue-Soße selber, I guess. Hier steht, dass man 100 Milliliter Ketchup dafür braucht. Ich glaube, das ist dann aber relativ viel Soße. Deswegen mache ich jetzt von allem einfach mal nur die Hälfte. Jo, 50 Milliliter sind auch schon richtig viel. Als nächstes brauchen wir 30 Gramm braunen Zucker. Das ist echt viel. Das ist jetzt 33 Gramm brauner Zucker, aber ich denke mal, es wird keinem schaden. Oh, warte mal. Ich mache ja nur die Hälfte von allem. Ich brauchte nur 15 Gramm. Scheiße. Okay, ich versuche jetzt mal, diese 15 Gramm Zucker hier wieder rauszupulen. Jetzt sind es 19 Gramm. Und jetzt schneide ich die Zwiebel. Ich muss schon wieder heulen. Angeblich soll man während des Zwiebelschneidens die Zunge rausschrecken, deswegen werde ich das jetzt mal testen. Das ist nicht. Ey, das macht es nur schlimmer. Was soll denn das? Hast du mich verarscht? Weiß nicht. Du hast mich verarscht, oder? Okay, also die letzten Zwiebelstücke sind jetzt ein bisschen größer, aber ist auch nicht so schlimm. Wofür habe ich mich eigentlich gerade geschminkt, Mann? Ich fühle mich am Heulen. 20 Milliliter Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie viel 20 Milliliter Wasser sind, aber sind angeblich 17 Gramm, also passt das schon. Jetzt kommen da noch 5 Gramm Honig zu. Ich habe aber nur Agavendicksaft, kein Honig, deswegen nehmen wir einfach das. Dazu kommen jetzt noch Cayennepfeffer, Knoblauchpulver, geräuchertes Paprikapulver und Olivenöl. So, ein bisschen was von allem einfach. Und den ganzen Bums verrühre ich jetzt. Okay, Leute, das hier ist jetzt unser Dip. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, auf den wir eigentlich alle hingearbeitet haben. Und zwar testen wir jetzt mal diese wunderbaren Chips. Ja, riecht nach Barbecue. Die sind schon relativ groß. Aber ich glaube, ich werde hier keinen Rekordchip drin finden. Das ist schade. Riecht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich teste den jetzt erstmal ohne den Dip. Ist lecker. Der ist auch gar nicht so süß, wie ich dachte. Und auch gar nicht so extrem Barbecue-extremisiert. Relativ dezent, aber irgendwie gut. Ich probiere jetzt mal den Dip. Kann man auf jeden Fall voll machen. Ist super. Leute, kann ich euch empfehlen. Safe. Ich habe jetzt nur echt viel Dip hier. Okay, Freunde der Sonne. Wir testen jetzt das hier. Das ist eine Reispfanne, eine One-Pot-Asia-Reispfanne. Und wie man richtig gut erkennen kann, nämlich irgendwie gar nicht, ist die von Unge zusammen mit Just Spices. Ich glaube, hier unten erkennt man es besser, dass es Unge ist, als da. Die haben den jetzt nicht so mega gut getroffen. Aber das hindert uns natürlich nicht daran, das Ganze jetzt zu testen. Das ist eine vegane Reispfanne. Und ich habe schon die ganzen Sachen, die man dafür braucht, hier hingelegt. Nämlich ganz viel Gemüse. Und das muss ich jetzt als allererstes einfach mal schneiden. Hier steht nämlich Paprika waschen, entkernen und in 3 mm dicke Streifen schneiden. Karotten waschen, schälen und in 2 mm dicke Scheiben schneiden. Okay, die wollen es richtig genau wissen hier. Ich glaube, das mache ich jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi Leute, ich bin fertig. Guckt mal, ich habe alles geschnitten. Also nicht alleine, sondern mir hat jemand geholfen, weil das, ja, ich bin faul. Es ist jetzt alles fertig und ich war ganz frech und habe mir gedacht, ich packe noch ein bisschen Zucchini dabei, obwohl das eigentlich nicht auf der Packung steht. Sorry Leute, ich hoffe, keiner hasst mich. Zuerst müssen wir das Gemüse jetzt auf jeden Fall erstmal anbraten. Und dann kommt jetzt gleich noch irgendein anderer Kram dazu, aber ich weiß nicht was. Das muss ich jetzt hier nochmal lesen. Dann muss ich gleich 150 Gramm... Dann muss ich gleich 150 Gramm Reis dazugeben, aber ungekocht. Und mit Sojasauce ablöschen. Oh, habe ich überhaupt noch Sojasauce? Yes. Rühren nicht vergessen, Freunde.
Okay, das machen wir jetzt mal kurz alles und dann gucken wir. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das, worauf wir alle gewartet haben, passiert nun. Wir machen jetzt diese Gewürzmischung da rein. Irgendwie habe ich mir die anders vorgestellt. Ich glaube, echt gut. Das muss jetzt auf jeden Fall damit rein. Und dann passiert wohl die ganze Magic. So, das ist jetzt da drin und das soll ich jetzt 15 Minuten kochen lassen. Und ich hoffe, das schmeckt gleich, Unge. Es sind 13 Minuten vergangen, liebe Freunde. Wir sind im letzten Fünftel des Rezepts. Es ist mega krass. So sieht es gerade jetzt aus. Und hier müssen jetzt noch Erbsen und Frühlingszwiebeln rein. 2 Minuten oder 3 muss das jetzt nochmal köcheln. Und dann können wir es dann auch endlich mal essen. Reispfanne ist fertig, würde ich sagen. So sieht der ganze Bums jetzt aus. Und ich packe das jetzt in die Schüssel. So sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht sehr gesund aus. Und ich glaube, das wird auch gut schmecken. Das hoffe ich zumindest. Oh. Oha, da ist irgendein Gewürz drin, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist und was ich nicht kenne. Aber eigentlich schmeckt es geil. Ich finde es klasse. Pro Portion 349 Kalorien. Die Hälfte von dem Ding hat 349 Kalorien hoch. Das ist ja nix. Ja, mega, Leute. Also ich bin begeistert. Mal gucken. So, meine lieben Freunde der Sonne. Es ist Zeit für einen Influencer, der eigentlich gar kein Influencer ist. Aber wir werden ihn einfach mit in dieses Video hier aufnehmen, weil zu wenige deutsche Influencer halt Essensprodukte rausbringen, okay? Und irgendwie ist es ja auch mehr oder weniger ein Influencer. Irgendwie, ja, nein. Ist mir eigentlich egal, weil ich will diese Pizza unbedingt testen. Das ist die Team Capi Grillgemüsepizza von Capital Bra. Gangsterella, ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Crazy. Das ist Gemüsemix mit Hanfsoße und Creme Fraiche. Ist da denn gar keine Tomatensoße drauf? So sieht das gute Stück jetzt hier aus. Das scheint tatsächlich keine Tomatensoße drauf zu sein, sondern Hanfsoße. Ich habe nicht nur die hier geholt, sondern auch noch eine weitere. Ich glaube, er hat 4 Stück, aber die anderen 2 sind mit irgendeinem Fleisch drauf. Die hier ist jetzt mit Thunfisch, Joghurtsoße und Creme Fraiche, also wieder keine Tomatensoße. Aber die werde nicht ich testen, sondern der mysteriöse junge Herr, der sich manchmal hinter der Kamera befindet, über den ihr euch alle in den Kommentaren sehr oft austauscht, sagen wir mal. Und die beiden guten Stücke kommen jetzt erstmal in den Ofen. So, hier haben wir die 2 guten Stücke jetzt. Ich glaube, das passt beides auf ein Backblech. Hoffe ich zumindest, weil die Dinger sind gar nicht so groß. It fits. Great, okay. Die Pizza ist, glaube ich, fertig. Ist mir aber auch egal, weil wir holen jetzt raus. Ich habe nämlich Hunger, es riecht nämlich gut. Wir haben hier einmal unsere Gemüsepizza. Und dann unser Dein Kühlschrank. Hängt das daran fest? Ha! Kinder, macht immer den Backofen aus. Oh. Sorry. Die Küche ist mehr oder weniger wieder sauber und hier haben wir jetzt unsere wunderbare Pizza. Möchtest du dazukommen? Hi. Moin. Also, das ist ein bisschen komisch. Guck mal, mein Ärmel ist immer voll mit dieser Pizza einfach. Okay, ich würde sagen, wir testen jetzt mal. Voll die Dicke. Die ist lecker. Ja, voll gut. Passt, ich mir echt gut. Mal try that. Ja. Oder willst du ein neues Stück? Nee, ist schon okay. Aber hier ist Gemüse drauf. Gemüse ist gesund. Ja, Gemüse ist wichtig. Die ist besser. Also ich finde die hier auch gut. Mega. Aua. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu großen Hunger bekommen. Wenn doch, dann sorry. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Essensvideos haben wollt, dann gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir mal unten in die Kommentare, welches der Sachen ihr am coolsten findet oder ob euch noch andere Influencer-Produkte irgendwie einfallen, so essenstechnisch, weil ich habe nichts mehr gefunden. Vielleicht gibt es aber noch irgendwas. Und wenn nicht, vielleicht sollte ich einfach selber mal irgendwas rausbringen. Hier kommt jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos und da könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!